Also wenn Sie die Software als Standard haben, verhindern Sie Wettbewerb. Und Google ist ja auch extrem geschickt darin, lauter Mauern um sein Suchnetzwerk herumzubauen. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, die geben allein 12 Milliarden Euro jedes Jahr Apple, damit Apple Google als Standardsuche auf seinen Geräten vorinstalliert. Das tun die nicht, weil sie das Gefühl haben, Apple ist irgendwie ein notleidendes Unternehmen und muss jetzt mal dringend von Google subventioniert werden. Das kann man wohl wirklich nicht sagen. Also da hat ja einen Grund. Und die für noch viel mehr Geld machen, entwickeln sie kostenlos die Android-Software, damit in mobilen Handys außerhalb von Apple, also in der praktisch gesamten anderen Welt, auch Google die dominierende Suche ist. Das hat überhaupt nichts mehr mit Souveränität zu tun, sondern hat einfach nur was mit Monopolrenditen und nichts mit Wettbewerb zu tun. Und das kann nicht das europäische Modell sein.